Also der Königspython hier ist hoffentlich gut gesättigt und damit willkommen bei Exakt. Tja, so ein wenig angsteinflößend sind diese Tiere schon und es wird einem ganz anders, wenn man erfährt, dass zum Beispiel erst vor 2 Wochen solch eine allerdings 4 Meter lange lebensgefährliche Würgeschlange mitten in Leipzig gefunden wurde. Exotische Haustiere liegen offenbar voll im Trend. Experten gehen von Hunderttausenden Schlangen und anderen Reptilien hinter deutschen Wohnungstüren aus. Was passieren kann, wenn die Halter völlig überfordert sind, sehen Sie jetzt. In der Küche von Lutz Albrecht in Großenhain ist heute letztmalig Reptilientag. Am Nachmittag wird das Tierheim die ausgewachsenen Leguane abholen. Ich weiß, dass du Angst hast. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, ist gut. So, ihr macht ja Sachen, ja, wisst ihr das? Anderthalb Jahre hatte sich der schwerkranke Lutz Albrecht vergeblich bemüht, bevor er endlich Hilfe fand. Die Tiere sind ihm schlicht über den Kopf gewachsen. Vor allem das dritte Exemplar, ein Leguan-Männchen von 1,80 Meter Länge. Ist ganz lieb. Mit einem Schwanzschlag könnte der Leguan ihm den Arm brechen. Wenn die hier so eine Scheibe von 6 mm zum Bersten gehen, dann... Die letzte 6 mm Scheibe ging erst vorgestern zu Bruch. Zudem überfordern Lutz Albrecht die Kosten für Heizung und Futter. Guck mal, ja. Die 10-jährigen Echsen sind Erbstücke. Seitdem seine Eltern gestorben sind, teilt Lutz Albrecht mit ihnen das Haus. Die Eltern hatten ein Faible für solche Exoten, wollten nach der Wende 2 Tiere kaufen. Der Zoohändler überredete sie, 4 zu nehmen. Ja, jedenfalls meine Eltern, wie sie so waren, haben sich im Brett schlagen lassen. Wie groß waren die damals? Zwischen 10 und 15 Zentimeter ungefähr so groß. Und richtig grün. So wie der Laubfrosch, so in der grünen Farbe. Von New süß aus. Die süßen kleinen Leguane werden bis zu 40 Jahre alt, sind aufwendig in der Pflege und brauchen eigentlich immens viel Platz. Aber das sagen Zoohändler auch heute den Käufern eher selten. Ein typischer Fall. Im Tierheim in Meißen-Winkwitz wird gerade umgebaut, weil immer mehr Menschen sich exotische und oft gefährliche Tiere zulegen und ihrer später nicht mehr Herr werden. Aus Hundezwingern werden Terrarien. Doch lange wird der Platz wohl nicht reichen, meint Tierheimchef Mario Assmann. Am 16. ist eigentlich erst die Eröffnung. Es sind schon massenhaft Tiere da, obwohl wir noch gar nicht offen haben. Und Arbeit ist auch noch eine ganze Menge da. Vor allem den Ordnungs- und Naturschutzbehörden soll die Reptilienstation künftig zur Unterbringung beschlagnahmter Tiere zur Verfügung stehen. Aber auch private Hilferufe, wie den von Lutz Albrecht, gibt es immer öfter. Die winzigen Buchten der 3 Leguane sind viel zu klein. Aber noch sträuben sie sich, sie zu verlassen. Bald werden sie sehr viel mehr Platz haben. Lutz Albrecht ist eine große Last von der Seele genommen. 5 € pro Tag und Leguan kalkuliert man im Tierheim. 450 im Monat. Kosten, die aus Steuern und Spenden bestritten werden. Die private Passion für Exotisches, am besten giftig und gefährlich, birgt aber weit mehr als nur finanzielle Risiken. In Mülheim hat sie eine ganze Stadt seit Mitte März in Atem gehalten. Diesem 19-Jährigen ist eine hochgiftige Monokelkobra durch den Lüftungsschlitz seines Terrariums entwischt. Der Biss einer solchen Schlange kann innerhalb weniger Stunden zum Tod führen. Eilig wird ein Antiserum herangeschafft. Polizei, Feuerwehr, Behörden, alle haben nur eine Sorge. Wo ist das gefährliche Reptil? Die Schlange kann durch Öffnungen, die 1 Zentimeter Durchmesser haben, kann die sich durchzwängen und sich dahinter verstecken. Und wir müssen eben in der Wohnung jetzt alles nachsuchen lassen, in der Hoffnung, die Schlange in der Wohnung zu finden. Die Wohnung des Schlangenbesitzers wird ausgeräumt, die Dielen herausgerissen, der Schutt durchsucht. Wie die Schlange unschädlich machen? Soll man sie vergasen, unterkühlen? Das Wichtigste, alle Bewohner müssen in Sicherheit gebracht werden. In erster Linie finde ich es grotesk, dass so etwas überhaupt erlaubt ist in diesem Bundesland, dass man sich solche Tiere, die im Grunde einen Stellenwert einer Waffe haben, meines Erachtens, frei verkäuflich sind. Und? Es gibt in den meisten Bundesländern auch kein Verbot, gefährliche Tiere zu halten. Praktisch kann jeder also giftige Exoten sein eigen nennen. Ein Sachkundenachweis, wie etwa bei Kampfhunden, Fehlanzeige.
Der Mülheimer Kobra wurde letzten Endes ein Trick zum Verhängnis. Das ganze Haus war mit Klebestreifen präpariert worden. Nach 3 Wochen endlich, Schlange tot, Haus wieder sicher. Kosten 100.000 Euro. Die Kommune von dem arbeitslosen Reptilienfan wohl kaum wiedersehen wird. Der junge Mann hat sich nicht strafbar gemacht, er wird schadensersatzpflichtig sein. Ob er den Schaden jemals bezahlen kann, ist eine ganz andere Frage. Aber er hat keine Straftat begangen. Er kann morgen loslaufen und sich eine neue Schlange kaufen. Das ist das Problem. Eine neue Schlange? Ist es wirklich so einfach? Der Schlangenhalter soll die Monokelkobra von so einer Exotenbörse haben. In engen Plasterboxen, dicht an dicht gestapelt, gibt es hier Echsen, Schlangen und Spinnen. Mitzunehmen gerne, ganz einfach im Einkaufsbeutel. Doch solche Börsen sind nur das eine. Auch sonst blüht der Exotenhandel. Weshalb Mario Assmann vom Tierheim Meißen-Winkwitz immer wieder auf Tour geht. Auf die Spur dubioser Anbieter. Heute geht es um einen Nilwaran. Der ist nicht nur gefährlich, sondern steht auch noch unter Artenschutz. Die sind ja niedlich, wenn die 30 cm sind oder 25 cm. Aber wenn die 1,50 Meter sind, kannst du die nicht mehr händeln. Und die haben Knast, die wollen fressen und die fressen Fleisch. Und dann nehmen die sich, was die wollen. Ein Internetangebot führt Mario Assmann hier in eine Reihenhaussiedlung bei Erfurt. Der Verkäufer hat den Nilwaran bisher in einer Badewanne gehalten. Jetzt will er ihn dringend loswerden. Offenbar aus gutem Grund. Mitten im Gespräch beißt das Tier zu und lässt nicht mehr los. Oh, nicht brechen. Vorsicht, Vorsicht. Ich bin gleich rein hier. Am Ende kommt der Nilwaran ins Meißner Tierheim. Dort, wo auch die Leguane vom Anfang des Films Quartier beziehen. Deutlich artgerechter als in den kleinen Terrarien, in denen sie vorher gehalten wurden. So viel Platz hatten die also noch nie. Ja, Badebecken hat er noch nie gehabt. Sieht man also völlig ungewöhnt. Wie gesagt, der Trend zu exotischen Tieren, mit denen die Besitzer dann überfordert sind, ist ungebrochen. Deswegen gehört eigentlich eine Meldepflicht her. Man muss eine Registrierung vornehmen, wo das registriert wird. Und wenn dann gefährliche Tiere gehalten werden, dann gehört auch eine Versicherung her. Und deswegen müssen dort Gesetze geändert werden. Doch das dürfte schwer werden. Gerade 6 von 16 Bundesländern haben die Haltung solcher Exoten verboten. Sachsen und Thüringen gehören nicht dazu. Tja, Tierhaltung ist eben immer noch Ländersache. Tierschützer setzen sich seit langem dafür ein, dass die Besitzer der Exoten überall in Deutschland einen Sachkundenachweis vorlegen müssen. Übrigens, unsere Schlange wird selbstverständlich artgerecht gehalten in einem Exotarium in Oberhof. Zum nächsten